Hey Leute, ich bin ZF und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei dem Format Timeout. Ja, Timeout, wo ich ja immer so ein bisschen über Basketball bzw. die NBA rede. In wenigen Tagen bzw. wenn das Video rauskommt, heute Nacht, ja, Donnerstag, den 23.06., also dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, findet dann nämlich der sogenannte NBA Draft statt. Das ist immer die beste Möglichkeit für Spieler, die zum Beispiel vom College kommen oder halt aus der G-League, ne, diese Entwicklungsliga von der NBA, wo man halt auch reinkommen kann. Das ist die beste Möglichkeit für Leute von der Highschool, ja, vom College, aus der G-League oder eben natürlich von Übersee, wie man so sagt, also vor allem natürlich aus Europa. Deswegen jetzt willkommen zu meiner Draft-Analyse, denn ich werde euch heute einen jungen Mann vorstellen, den man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wenn man sich mit dem ganzen Thema so befasst. Spoiler vorab, man weiß noch nicht mehr genau, ob er überhaupt gedraftet wird, aber die Chancen stehen nicht so gut. Aber ich verfolge ihn schon ein bisschen länger. Hab so seine Zeit auf dem College so ein bisschen miterlebt und weiß dementsprechend auch, wie er so ungefähr ist. Und ich finde ihn nämlich ganz interessant. Ja, ich finde ihn ganz interessant und deshalb wird es heute zu ihm nämlich eine Draft-Analyse geben. Ne? Der Gute heißt nämlich Kofi Coburn, nicht Kofi Cockburn, weil so wird er geschrieben, sondern Coburn. Also wird das halt auf Jamaika halt eben ausgesprochen. Ich werde euch also kurz so seine Story zusammenfassen, also wie er so ist, wie er so, ja, quasi so seine Laufbahn, ja, wenn wir mal kurz darüber sprechen, dann natürlich auch, wie er auf dem College gespielt hat. Dann werde ich euch dazu noch einige Statistiken zeigen. Wir werden schauen, wie sein Spielstil ist, also was für eine Art Spieler er ist. Und wir werden natürlich auch kurz mal schauen, wie so seine Chancen sind, gedraftet zu werden. Wie man ihn dann, egal ob er gedraftet wird oder nicht, in der NBA dann so einsetzen könnte bei dem jeweiligen Team, wo er dann eben spielt. So, jetzt mal eine kleine Übersicht zu ihm. Am 1. September 1999 ist er auf Jamaika in der Hauptstadt Kingston geboren, ist dementsprechend auch Jamaikaner, ist 2,13 Meter aktuell groß und wiegt 129 Kilo. Man muss dazu sagen, das ist auf jeden Fall ordentlich Muskelmasse, also das ist Wahnsinn. Als er klein war, hat er schon angefangen, Basketball zu spielen, hat aber auch Fußball gespielt, Cricket und hat halt so Leichtathletik gemacht. Allerdings dann, als er so 14, 15 Jahre alt war, ist er dann nach Queens, also nach New York, dann gezogen, um eben bei seiner Mutter zu sein, die bereits schon ein paar Jahre zuvor dorthin gezogen ist. So, Kofi ist dann auf eine Highschool dann in Queens, New York gegangen, die Christ the King Regional High School, bester Name, und hat dann tatsächlich auch mit seinem zukünftigen Mitspieler dann auf dem College, Alan Griffin, zusammengespielt. Ja, und zu seiner Highschool-Zeit hat er sogar schon im Durchschnitt 16,3 Punkte, 10,3 Rebounds gemacht pro Spiel und hat 53,9% aus dem Feld geworfen. Das sind absolut krasse Quoten auf jeden Fall. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er dann eben auf dieser Highschool dann ein, zwei Jahre gespielt, bevor er dann zur Oak Hill Academy gewechselt ist. Also das ist halt auch eine andere Highschool halt. Die ist in Mouth of Wilson. Das ist irgendwie so eine kleine Stadt in Virginia. Und seine Teamkollegen waren übrigens Cam Thomas, der jetzt bei den Brooklyn Nets spielt, und Cole Anthony, der bei den Orlando Magic spielt, zusammen mit Franz und Moritz Wagner, die ihr vielleicht kennen könntet.
Allerdings hat er dann auf dieser Highschool nur für ganz kurze Zeit gespielt, weil er nämlich insgesamt 26 Angebote bekommen hat, eben von Colleges halt für Stipendien. Er hat das dann erstmal auf 12 Stück beschränkt, unter anderem auch auf das College von Illinois. Und aus dem Grund, weil er mit dem Assistant Coach von Illinois den halt schon kannte und auch den Rest des Trainerteams, hat er sich dann eben für Illinois entschieden und hat dann Anfang 2019 dann angefangen, eben für Illinois Basketball zu spielen. Ja, sein erstes Spiel, sein Debüt, ging dann direkt in die Overtime und er hat aber 10 Punkte und 11 Rebounds aufgelegt, was natürlich jetzt erstmal ganz gute Werte sind. Generell seine Statistiken waren ziemlich gut bereits im ersten Jahr. Also er hat 13,3 Punkte und 8,8 Rebounds halt aufgelegt. Dazu über 50% aus dem Feld, also 53,2 und 67,7% von der Freiwurflinie. Ebenfalls 1,4 Blocks pro Spiel. Allerdings müsst ihr wissen, Illinois an sich ist jetzt kein wahnsinnig gutes College. Die sind übrigens in Champaign, heißt es. Das ist so eine kleine Stadt, die ist weit von Chicago entfernt, was man natürlich so kennen könnte. Und Kofi hat tatsächlich auch 2 Saisons zusammen mit Ayo Dosunmu gespielt. Ayo spielt jetzt für die Chicago Bulls, wurde gedraftet vor der vergangenen Saison. Die beiden zusammen, die haben auf jeden Fall für Illinois da wahnsinnig gut gespielt auf jeden Fall. Sowohl nach dem ersten als auch nach dem zweiten Jahr auf dem College hat er jeweils halt abgelehnt, sich für den NBA Draft anzumelden. Und er hat es, wie wir wissen, jetzt allerdings getan. In der 2020-2021 Saison hat es Illinois geschafft, dieses Big Ten Tournament, also das ist halt die Conference, wo sie halt spielen, das konnten sie gewinnen. Allerdings dann in der March Madness sind sie dann schon in der zweiten Runde schon rausgeflogen. Also, ne, also die erste Runde war komplett easy, so, da haben die anderen voll weggefegt, aber dann zweite Runde so sind sie halt rausgeflogen. Ja, jetzt vor der 2021-2022 Saison hat sich dann Ayo Dosunmu dann eben für den NBA Draft angemeldet und Kofi Coburn hat dann gesagt, yo, ich hänge noch ein Jahr dran. Ne, das gab halt Gerüchte, so dass er halt auch das versucht, aber er hat dann eben dann jetzt doch nochmal ein Jahr rangehangen. In diesem Jahr konnten sie es dann allerdings nicht schaffen, Big Ten Tournament Winner zu werden. Sie sind in ihrer Conference immerhin Zweiter geworden, mit einem 23-10 Record. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Generell war dieses Team einfach nicht mehr so stark gewesen wie in dem Jahr zuvor. In der March Madness erste Runde ganz easy den Gegner weggeklatscht und dann in der zweiten Runde dann rausgeflogen. So, schauen wir uns mal so seinen Spielstil an. Also er ist ein ziemlich bulliger Spieler, würde ich jetzt mal sagen, und ist halt perfekt auf seiner Center-Position. Also auch wenn wir mal hier auf die Statistiken schauen, also jetzt im letzten Jahr 20,9 Punkte pro Spiel, 10,6 Rebounds, also das ist einfach ein Double-Double geaveraged. 30 Minuten aber auch gespielt im Schnitt und Field Goal Percentage knapp bei 60% und die Freiwürfe bei 65,5 und eben ein Block pro Spiel. Es gibt ja auch immer diese NBA Draft Combine, wo erstmal so getestet wird, ob ein Spieler überhaupt so von seinem Skill Level und so weiter bereit ist, eben in der NBA zu spielen. Und dann gibt's auch diese Spiele. Und da hat er dann ganz in Ordnung dann performt. Allerdings muss man dazu sagen, dass das halt eben kein großer Unterschied
ist eben zum College und das halt auch nicht zeigt, wie er so in der NBA funktionieren würde. Weil der ganz große Vorteil, sowohl in der Offense als auch in der Defense, ist, dass du ihn den Pass unter den Korb einfach spielen kannst und er mit seiner Dominanz, die er halt hat, wegen seinem Körper, kann er einfach so seinen Körper reinstellen und den Ball dann zum Beispiel einfach reindanken. Du kannst ihm auch den Ball in eine Mitteldistanz geben und dann versucht er sich da halt eben aufzuposten und versucht dann eben zum am Korb eben unterm Brett was zu machen. Was du natürlich nicht machen solltest unbedingt, ist ihm den Ball schon früh in die Hand drücken, weil den gibt er dann direkt weiter, weil er damit nicht wirklich was anfangen kann. Also er ist jetzt kein sonderlich krasser Passgeber oder hat irgendwie einen hohen Basketball-IQ, auch so an der Dreierlinie oder so. Also man nimmt noch nicht mal einen Dreier pro Spiel und wenn er nur aus der Not gedrungen, irgendwie wenn nur noch 3-4 Sekunden auf der Wurfuhr sind. Also das sind halt so die ganz großen Nachteile bei ihm. Auch ein weiterer Nachteil ist, dass er sehr, 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 sehr langsam ist. Also der Unterschied zwischen College-Basketball und NBA-Basketball ist zum einen ganz klar die Schnelligkeit. Es gibt mehr Turnover, also mehr Ballverluste und eben mehr Fastbreaks. Ne? 1-gegen-1 oder so gibt, wo er dann gegen Guard laufen muss oder so, dann hat er einfach, also hätte er körperlich definitiv eine Chance, aber eben nicht von seiner Geschwindigkeit her, weil er einfach wahnsinnig langsam ist. Das ist der ganz, ganz große Nachteil. Und die Vorteile, du kannst ihm in der Zone den Ball geben und er schafft es eigentlich fast immer, den Ball halt eben reinzumachen. Auch natürlich ein weiterer Vorteil ist, ich habe es ja angesprochen, er geht halt dadurch, dass es kaum jemanden gibt, der ihn da unterm Korb halt aufhalten kann, geht er dementsprechend oft an die Freiwurflinie. In der Defense, wie gesagt, Fastbreaks laufen ist nicht gut, aber wenn das gegnerische Team zum Beispiel nicht wahnsinnig viel Schnelligkeit mitbringt, dann kannst du ihn halt auch da wieder unter den Korb stellen, ne, gegen typischen Center des gegnerischen Teams. So, jetzt sprechen wir natürlich auch noch so ein bisschen über seine Zukunft. Was sind so seine Chancen, gedraftet zu werden? Ne, es gibt ja 58 Picks in diesem Jahr, also 58 Spieler können ausgewählt werden. Die Sache ist, einige Experten sagen, yo, der schafft es, aber ganz knapp dann so Ende zweiter Runde, sprich also, dass er dann so, was weiß ich, 57. 58. Pick oder sowas wird. Und andere sagen dann wiederum, der schafft es nicht. Der Draft ist natürlich die perfekte Gelegenheit, eben den Sprung in die NBA zu schaffen. Ich habe es ja schon einige Male in diesem Video gesagt. Gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eben ungedraftet irgendwie in die NBA zu kommen. Wenn ein Team nämlich sagt, yo, wir finden dich gut, ne, wir haben Interesse an dir und die noch irgendwie einen Platz frei haben, weil die irgendwie einen Spieler irgendwie abgegeben haben, ne, also sprich, ne, den Vertrag nicht verlängert oder wie auch immer, dann haben die natürlich die Möglichkeit, ihn zu verpflichten oder eben auch durch ihr G-League-Team, also sprich der Entwicklungsmannschaft. Und 5 NBA-Teams haben ihn sich mal ein bisschen genauer angeschaut. Das sind die Atlanta Hawks, die Charlotte Hornets, die Washington Wizards, die Utah Jazz und die Milwaukee Bucks. Zusätzlich habe ich ihn, muss ich dazu sagen, auch noch bei den Los Angeles Lakers gesehen, also Bildern mit ihm, dass er da halt eben ein bisschen trainiert hat. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt bei meiner Quelle nicht gelistet wurde, aber ist auch egal. Jedenfalls gibt es eben 5 bzw. 6 Mannschaften, die ihn sich mal ein bisschen genauer angeschaut haben und die wahrscheinlich auch ein bisschen mit ihm gesprochen haben. Ja, da sehe ich ihn auch. Also, dass er zum Beispiel dann entweder so einen 10-Day-Contract kriegt, also so einen 10-Tages-Vertrag, wo er dann von irgendeinem Team verpflichtet wird, wo er irgendwie vielleicht ein bisschen Spielzeit
bekommen könnte. Oder dass ein Team ihm dann halt so einen G-League-Vertrag anbietet und er sich da dann erstmal entwickeln kann. Und in der G-League hat er halt eben diesen Wettkampf, ne, gegen die anderen Spieler, die sich natürlich auch entwickeln wollen, die auch hungrig sind. Weil die G-League, finde ich persönlich, ist noch auf jeden Fall ein anderes Level, also ist näher an der NBA dran als wie im College Basketball zum Beispiel. Natürlich, mehr Dreier muss er auf jeden Fall ein bisschen zulegen, also ein bisschen mehr Dreier nehmen und sein Tempo, ja, also sein Antritt, seine Schnelligkeit, das muss definitiv auch noch nach oben gehoben werden. Das Spiel in der NBA ist definitiv schneller als wie auf dem College. Ich werde ihn auf jeden Fall weiterverfolgen. Vielleicht wird es über ihn dann mal noch ein weiteres Video geben. Und wir werden dann schauen, was aus ihm geworden ist, so quasi. Das war's jetzt mit dem heutigen Video. Wenn euch dieses kleine Sondervideo mal gefallen hat, dann gibt natürlich einem... Kann's nicht mehr. Daumen nach oben. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu Kofi Coburn sagt, was ihr von ihm hält. Schaut euch mal so ein paar Videos an und da gibt es also bei YouTube ganz viele Highlights und ich finde es auf jeden Fall ein ganz interessanter und aufregender Spieler. So, wie gesagt, liked da lassen, abonniert diesen Kanal hier und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und checkt natürlich alle Videos ab von mir. Nicht die anderen, die es auf YouTube gibt, nur meine. Das ist wichtig. Und damit bis zum nächsten Mal. Und ciao. 1. September 1990 ist er... Oh Gott. Perfekt. Ab zum Supertalent, falls es noch existiert. Gott.